Herr Präsident, geschätzter Herr designierter Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir heute natürlich oder auch schon die letzten Tage einige Gedanken darüber gemacht, wie es sich diesmal anfühlen wird, hier Stellung zu beziehen. Und natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn man selbst persönlich zu den großen Wahlverlierern zählt, jetzt irgendwo schlau ihnen Ratschläge zu erteilen bzw. Kritik zu üben. Es wird die nächste Woche möglich sein, inhaltlich, nachdem Sie das Regierungsprogramm vorgenommen haben, auf Inhalte einzugehen. Nichtsdestotrotz ist es Pflicht, natürlich sich auch einige Gedanken zu machen. Und dies werde ich auch tun. Gut Ding braucht Weile, so lautet ein bekannter Spruch. Und nun im Fall der Bildung der neuen Landesregierung hat das Ding, wenn man es so bezeichnet, tatsächlich eine Weile gedauert. Und ob es dann auch tatsächlich gut ist, das muss ich erst noch zeigen. Zweifel sind schon angebracht, nicht unbedingt deswegen, weil die Südtiroler Volkspartei einen neuen italienischen Regierungspartner braucht. Das Wahlergebnis hat diesbezüglich wenig Spielraum geboten, sondern vielmehr deshalb, und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, weil in der Südtirol-Politik künftig anscheinend nicht mehr so sehr Bozen, sondern Rom bestimmt. Und wenn der neue Regierungspartner, die Salvini-Lega, bei wichtigen Entscheidungen immer erst in Rom oder Mailand nachfragen muss, widerspricht dies meinem grundsätzlichen Prinzip der Landesautonomie und insbesondere den in der Regierungsvereinbarung entsprechenden Absichtserklärungen. Und das ersuche ich die Kollegen der Lega als konstruktive Kritik zu empfinden, denn ich glaube, einer Südtiroler Partei, für eine Südtiroler Partei ist es wichtig, dass wir hier Entscheidungen treffen, ohne dass wir permanent Rom um Erlaubnis fragen müssen. Viele Südtiroler, das hat sich gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, sind gespannt, ob sich die Lega als von den Italienern meistgewählte Partei ins nationalistische Fahrwasser drängen lässt oder ob sie imstande ist, die nationalistisch gesinnten Italiener davon zu überzeugen, dass das fruchtbare Miteinander der verschiedenen Sprachen und Kulturen in Südtirol ein Mehrwert für die kulturelle, soziale und ökonomische Entwicklung des Landes ist. So lautet es ja auch in der Regierungserklärung. Klar ist, und dies sollte man als überzeugter Demokrat anerkennen, dass für die italienische Sprachgruppe nach Jahrzehnten erstmals eine Partei in der Landesregierung sitzt, die nicht der linken Reichshälfte angehört. Dies eröffnet neue Perspektiven in der Gesellschaftspolitik und aus meiner Sicht lässt dies zumindest auch hoffen. Ich teile diese großen Ängste, die andere angesprochen haben, nicht. Ebenso klar ist natürlich auch, dass die Südtiroler Volkspartei mit der Lega nur deshalb eine Regierung bildet, weil es sich mit dem bisherigen Partner nicht mehr ausgeht. Völlig offen ist die Entwicklung in Rom und ob das dort regierende Bündnis aus Fünf Sterne und Lega an einer Weiterentwicklung bzw. an einem Ausbau der Südtirol-Autonomie interessiert sind oder ob es angesichts auch der desaströsen Schuldenlast nicht doch weitere Eingriffe in unseren Landeshaushalt plant. Das wird sich zeigen und das haben wir nach den Wahlen bereits im Gespräch mit der Südtiroler Volkspartei auch schon ganz klar gesagt. Immer dann, wenn es um Südtirol, um die Autonomie, um Grundsäulen geht, werden wir auch weiterhin ein verlässlicher Partner für die Südtiroler Volkspartei sein. Wie oft wird oder werden Sie dann als Landeshauptmann Wien um Hilfe rufen müssen? Ich hoffe nicht sehr oft, das wird sich zeigen.
Da war das Gerangel um den dritten Senatssitz wohl nur ein Vorgeplänkel. Wäre es nicht um eine Prinzipienfrage gegangen, um die Beschneidung einer autonomen Befugnis, Sprichwort Maßnahme 113 des Paketes, so wäre ein Einschreiten Österreichs wegen eines verlorenen Senatssitzes wahrscheinlich eher belächelt worden. Wobei man hier schon auch eine Klammer auftun muss, glaubwürdig, ob es ganz glaubwürdig ist, ihr verzichtet ja bereits schon auf einen Sitz, Sprichwort Boski. Also hier hat die Volkspartei ja freiwillig schon sozusagen einen Südtiroler Sitz ziehen lassen, beziehungsweise darauf verzichtet. Sie als designierter Landeshauptmann mussten zunächst die Kröte Lega schlucken und dann die innerparteilichen Befindlichkeiten besänftigen. Ob dies gelungen ist, das wird sich noch zeigen. Als überzeugte Quotengegnerin kann ich mir natürlich ein Schmunzeln nicht verkneifen, dass sich die Quotenregelung zu einer schier unüberwindbaren Hürde bei der Bildung der Landesregierung erwiesen hat. Eine Landesrätin ausschließlich dank der Quotenregelung startet mit einem Klotz am Bein. Nichtsdestotrotz wünsche ich trotzdem viel Erfolg, und das ist auch nicht persönlich gemeint, denn persönlich natürlich schätze ich Kollegin Hochgruber-Kurnzer. Was mir heute in den Ausführungen natürlich zu kurz gekommen ist, ist das gesamte Thema der Einwanderung, der Integration. Darauf werden wir uns sicherlich dann nächste Woche, sobald das Regierungsprogramm vorliegt, noch ausführlich unterhalten können. Wobei das, was ich daraus entnommen habe, natürlich auch wichtige Inhalte fehlen. Aber ich denke, das ist dann auch irgendwo unsere Aufgabe natürlich, fehlende Themen beziehungsweise fehlende Bereiche, wo wir denken, da könnte man mehr daraus machen, das auch mit Inhalten zu füllen. Und Sie haben es ja selbst angesprochen, die Südtiroler Volkspartei hat in der vergangenen Legislaturperiode immer wieder Vorschläge, Beschlussanträge der Opposition auch angenommen. Allerdings wäre hier einmal von Vorteil und ganz interessant zu prüfen, wie viele davon auch effektiv umgesetzt wurden. Denn meines Wissens fehlt es gerade in der Umsetzung. Es wird oft, damit man halt schnell weiterkommt, etwas angenommen, aber umgesetzt werden viele Dinge dann doch nicht. Kompatscher 2, so wird diese neue Landesregierung in die Geschichte eingehen, ist eine andere Regierung, als man sich vielleicht erwartet hätte. Und auch die Kontinuität zu Kompatscher 1 ist wohl nur personell, kaum vielleicht politisch zu verzeichnen. Der Landeshauptmann selbst steht als Garant an der Spitze dieser Regierung, versucht auch immer wieder eine bestimmte Wertehaltung vorzuleben. Man wird dann aus der Regierungserklärung entnehmen können, welche Werte dies genau sind. Dahinter ist Landesrat Achammer so etwas wie der Parteistratege, der allen das Gefühl gibt, mit jeder nur denkbaren Partei zu koalieren, solange nur die Vorteile für die eigene Partei groß genug sind, der zwischen rechts und links schwenkt, heute das eine vollends verurteilt und morgen mit dem anderen ungeniert anbandelt, in Südtirol von einem Tag auf den anderen vom PD zur Lega wechseln, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament mit Forza Italia kandidieren, in Gemeinden mit unterschiedlichen Parteien regieren. Das schafft wirklich nur die Südtiroler Volkspartei und ist wahrscheinlich auf europäischer Ebene auch einzigartig. Man mag das als Pragmatismus bezeichnen. Für mich ist das auch ein klein wenig, ein Stück weit Politik der Beliebigkeit. Der Zweck heiligt die Mittel, beziehungsweise dem Machterhalt wird alles untergeordnet. Ich wünsche mir von dieser Landesregierung, vom Landeshauptmann, von der Landesregierung, dass es sich nicht weiter in Floskeln, in Ankündigungen oder in Phrasen verwirklicht, davon hatten wir schon genug, sondern wirklich deutliche und vor allem für die Menschen auch spürbare Zeichen setzt. Es bleibt auch zu hoffen, dass die Lega, der Koalitionspartner, die Versprechungen hält, die er gegeben hat. Das wird sich vor allem auch dann zeigen, wenn es nicht nur um Kuschelthemen geht, sondern
wenn es ans Eingemachte geht und wenn es wirklich um Fragen geht, die Südtirol betreffen, auch die Zukunft Südtirols, denn in einer Demokratie muss über vieles erlaubt sein, zu debattieren, zu diskutieren, auch wenn es um Europa geht, Europa der Völker, Europa der Regionen, meinetwegen über Selbstbestimmung, Sezession, Freistaat, Südtirol. All diese Dinge werden diskutiert werden und ich wünsche uns allen hier, weil wir alle das Wohl des Landes im Auge haben, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir, so wie es auch Sven Knoll gesagt hat, durchaus hart in der inhaltlich hart sind, aber fair in der Sache und dass wir uns nach allen Debatten anschließend auch in die Augen schauen können und ein kollegiales Miteinander haben, bei allen unterschiedlichen politischen Auffassungen, die wir hier haben. Das nennt man Demokratie.